dem Mikroskop immer welche, kannst du schon sehen irgendwo. Und so unterhalte ich mich.
Thank you.
Sie kennen ja die Sache mit der Berufsgenossenschaft, da muss eine Handbreit Platz sein, damit Menschen dort noch durchschlüpfen können. Die Tore waren früher gewölbt, mit einem Bogen, und in den 30er Jahren sind sie also in den Zustand versetzt worden, wie wir es hier vorfinden. Grad-Winkel und sie wurde dann vergrößert von 12 auf 15 Meter und das größte Fahrzeug, was auf die Scheibe drauf passt, ist die Lokomotive mit einem dreiachsigen Drehgestell besteht darin, dass also die Achslast, und das ist ja das wichtigste Parameter, eben verringert werden konnte, weil also das gesamte Gewicht eben statt auf 4 auf 6 Achsen und damit auf der Motorbau die ganze Motorbau sein muss. Bei den Industriebetrieben zu Hause gewesen ist. Der Lokomotivbauer Hans-Beimer Hennigsdorf
hat unter der Typenbezeichnung EL16 dieses Fahrzeug entwickelt, was hier
Thank you.